We are back. Herzlich willkommen zurück zu Part Nummer 9 und es ist ewig her. Gefühlt 10 Jahre ist es her, dass UFC auf meinem Kanal kam. Und ich sitze hier gerade vor meinem Handy und sehe noch so viele Sachen, die ich noch aufnehmen muss. Das wird spaßig heute. UFC Part Nummer 9. Ab geht's. Ich weiß schon gar nicht mehr, was hier abgeht. Wir sind anscheinend immer noch undefeated. 6 Siege, keine Niederlagen. Hier, wir schauen uns die Power-Rangliste an. Wie sieht's da aus? Cain Velasquez auf Rang 1, denn der Champion ist Stipe Miocic. Fabricio Werdum auf 2, Mark Hunt auf 3, Junior Dos Santos auf 4, Josh Barnett auf 5, Frank Mir 6, Overeem 7. Also ziemlich geil. Nogueira noch auf 9, Arlovski auf 10. Ziemlich, ziemlich geil. Wo sind wir, ist die Frage. Da! Da sind wir. Wir sind auf Rang 33 mit 6 Siegen. Ab geht er. Los geht's, Mann. So, während ich hier diese Folge aufnehme, lädt bereits schon das dritte oder vierte Video für heute hoch. Nämlich der Livestream vom 20.04.2017, also vor 2 Tagen der Livestream. Ab geht's jetzt aber ins Octagon. We are back. Hoffentlich bin ich nicht eingerostet. Auf geht's. So, wie sieht die Karte aus? Woodley auf der Karte gegen Thompson. Home, Holly Home gegen Rousey. Oh mein Gott, das verspricht so einiges. Aber unser Kampf hier, der wird interessant. Wir wollen jetzt abgehen. Zack, wir ziehen unsere weiße Hose an. Ab geht's. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es irgendwie weiterging. Aber jetzt sind wir konzentriert. Und zum Return quasi, ja, machen wir jetzt erstmal so ein bisschen was hier. Lassen wir erstmal alles laufen. Part Nummer 9. We are back, meine lieben Freunde. Es geht los, Mann. Es geht richtig hart los. Und zack, haben wir auch schon wieder das nächste Video veröffentlicht. Boom, zack, nächstes Video gleich erstmal hochladen hier. Während der Aufnahme. So, so einer bin ich, Leute. So einer bin ich. Zack. Aber jetzt lasse ich erstmal alles laufen. Wir sind zurück, Leute. UFC, ich hab so Bock, ey. So Bock. Was die rufen, ey. Whoop that ass. Whoop that ass, Leute. Ab geht er. Lass mal Joe Rogan ein bisschen reden. Yeah! So, da ist unser Gegner. Leute. Ich bin ready, Mann. Ich bin ready. Victor! Der Victor ist da! Ich bock auf den Victor! Los geht's, Mann! So, in knapp 5 Minuten bekommt ihr schon wieder das nächste Video. In 4, Entschuldigung. Ja. Geil. Dann machen wir das mal kurz so. Ich muss mal nebenbei hier eben. Wir lassen mal Bruce Buffer hier ein bisschen quatschen. Ich muss hier mal kurz was für euch ein bisschen regeln. Dauert eine Sekunde. Dauert eine kleine. Wir sind The Chosen One, Leute. Ab geht's. Wir haben Bock.
jiu-jitsu fighter holding a professional record of 8 wins, 2 losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 209 pounds. So. So, jetzt ist alles easy, Leute. In 4 Minuten bekommt ihr das nächste. Und Mario Yamasaki, komm, wir machen das jetzt. Wir sind ready, wir wollen ihm jetzt auf die Fresse geben. Ab geht's, Mann. Woo! UFC, ab geht's. Oh mein Gott, ich habe so lange kein UFC mehr gespielt. Holy shit, ey. Ab geht's. Brasil rufen die, was geht da ab? Zack, erstmal den ersten Kick raushauen hier. Zack, ein paar Jabs, zack. Komm, rasten wir aus. Oh mein Gott, ich habe so lange kein UFC mehr gespielt. Holy shit, aber wir haben geile Moves drauf. Zack, da kam der Headkick. Oh, schöner Legkick, nice. Aber wir haben auch gut gefressen. Wieder der Legkick. Mach mal nach, mein Freund. Und wir waren jahrelang gefühlt schon nicht mehr im Octagon. Und jetzt sind wir wieder ready. Wir sind wieder ready. Und wir haben Bock. Wir haben so Bock. Ab geht's. Bam. Aufs Maul. Tschüss. Oh. So, komm, aufrichten. Ab geht's. Und Elbow reindrücken. Jawohl. Jawohl. Und das war's auch schon wieder, Mann. Boom. So. Ich melde mich zurück im Octagon, Mann. Ab geht's. Ground and Pound KO. Elbow reingedrückt. Und tot. Erstmal hier der Kick. Wam. Der hat ihn schon gefühlt umgebracht. Ja. Möchte ich nur mal kurz festhalten. Und jetzt sind wir ready, Mann. Was ist hier, Dana, ha? Huh? Hast mir eine Zeit lang Pause gegeben und jetzt bin ich zurück. Und jetzt will ich einfach. Ab geht's da. Zack, boom, Elbow. Komm, Bruce. The Chosen One, Knockout Victory für mich. Nice, Leute, nice, nice. So will ich das sehen, Mann. Ab geht's. So, so wollen wir das nochmal sehen. Wir bleiben undefeated. Unter unserer MMA-Bilanz 7 Siege, keine Niederlagen, keine Unentschieden. Genau so, wie wir das wollen. Und jetzt bin ich gespannt, was hat Home gegen Rousey gerissen. Was ist da los? Rousey gewinnt gegen Home. Zack. Und wir keinen Knockout of the Night. Nix. Burnett gewinnt noch gegen Nogueira. Ist noch ganz interessant. Woodley verliert gegen Thompson im Kampf des Abends. Durch K.O. oder TKO nach 4 Minuten 28 in Runde 2. Also auch relativ erstaunlich. Und da haben wir, jawohl, Karriereschaden ist noch easy going, Alter. Und RP haben wir auch alles bekommen. Sehr nice. Ab, zurück zum Menü. Und dann gehen wir zurück ins Gym und trainieren uns hoch für unseren nächsten Fight, Leute. Boom, bin ich heiß, Mann. UFC is ready. So, und das Video, was ich jetzt gleich noch bringe, wird direkt mal verarbeitet. Es ist der Livestream vom 21.04.2017. Boom, Leute. Und herzlichen Dank für zum Aufnahmezeitpunkt 24 Abos. Ziemlich nice. Ihr seid richtig, richtig geil drauf, Mann. Ab geht's jetzt ins Training. Hopp, hopp, hopp. Komm. So, nächstes Kampfangebot anzeigen. Wer ist mein nächstes Opfer? Come on. Besserer Boost, jawohl. Da sie eine andere Kämpfer verletzt hat, kann dein Ringkampftrainer noch mehr Zeit mit dir verbringen. Aber wir müssen noch stärker vom Clinch-Training profitieren. Mua. Nice! War noch nie so froh über eine Verletzung. Geil! Jawoll! Wen nehmen wir denn eben? Oh, die sehen aber jetzt mittlerweile schon alle ziemlich sick aus, ne? Keith Fulton, den nehmen wir. Keith Fulton, den nehmen wir mal und gehen ab ins Training. Jawohl, und noch einen leichten Boost hinterher. Komm, ab geht's. Trainingslager, los geht's. So, Clinch-Training profitieren wir noch von. Grappling. Zack, komm. Jawohl, nicht verletzen. Zack, weiter geht's. Trainingslager, Standtraining, ab geht's. Und da müssen wir auf jeden Fall die Punchgeschwindigkeit auf alles Mögliche bringen hier. Zack, komm, nicht verletzen. So, keine Müdigkeit vortäuschen hier. Zack, nächstes Training. Bodentraining. Da sind wir eigentlich schon so gut wie. Müssen wir Stand hier. Bewegung und Blocken. Definitiv mal trainieren. Ab geht's. Jawoll. Zack, boom, bang. So will ich das sehen. Ab, zurück zum Gym. Jawoll, Mann.
Sehr geil. Direkt mal First Round Knockout mit dem schönen Elbow runtergedrückt. Jawohl. So will ich das sehen. Das war's mit Part Numero. Lasst mich nicht lügen. Einmal schnell nachgucken. Ich hab's mir ja aufgeschrieben. Das müsste Part 9 gewesen sein. Das war's mit Part 9 und wir sehen uns demnächst noch wieder bei Part Nummer 10, wenn wir das erste Jubiläum bei UFC feiern. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Das war's von mir heute. Haut rein. Bis dann. Ciao.